Hallöchen Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge BTD6 und zwar ein neues Update. Heute am 27. Februar 2020 will ich mich nichts ahnt in das Spiel einloggen und sehe statt Version 15.2 Version 16.0 und wir haben ein paar Neuigkeiten, alle Updates, alle Patch Notes zu diesem Patch seht ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Da ist die offizielle Post von Ninja Kiwi in deren Forum. Was es denn hier so alles Schönes Neues gab. Erstmal gibt es eine neue Map. Und zwar habe ich ja vor einigen Wochen den Reddit-Post von Ninja Kiwi herumgeschickt, auch noch in einem Video, welche Map es denn zur Auswahl gab, die Ninja Kiwi designen soll. Und eine Map hat gewonnen. Gucken wir uns nämlich gleich an. Zwar die Map Vorbereitet hat gewonnen. Ja, das ist die Map gewesen mit den Zahnrädern. Ja, wir können sie einfach mal just for fun kurz, können wir mal ganz kurz reinschnuppern. Und ihr seht, wir können hier auf diesen Zahnrädern und auf diesen Zahnrädern jeweils Türme setzen. Auf dem mittleren halt nicht tatsächlich. Und nach jeder einzelnen Runde, das heißt, wenn ich jetzt also hier einen hinsetzen würde, würde er nach jeder einzelnen Runde das Rad einmal drehen. Das müsste in gegen den Uhrzeigersinn und das wahrscheinlich, oh ne, im Uhrzeigersinn, alles klar. Der, oh, das ist aber lang, ne, was er hier verschiebt, interessant. Wow, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Umdrehungen insgesamt. Das heißt, auf diesem, auf dieser Map ist es sehr zu empfehlen, sich Türme zu benutzen, die nicht von der Reichweite des Affen beeinflusst, also ne, abhängig davon sind. Zum Beispiel so auf den Affenflieger hast du einen Helikopter, wären an der Stelle auf jeden Fall sehr gut, beziehungsweise ein Sniper, der über die gesamte Map schießen kann. Hier gibt es also keine 3D-Objekte. Auf jeden Fall sehr interessant, weil jetzt mein Affen, den ich ursprünglich eingesetzt habe, der funktioniert nicht mehr. Cool. Ja, das ist die neueste Map. Wir haben einen, auf jeden Fall für Adore einen neuen Skin. Und zwar den Jeanne d'Arc Adora Skin. Interessant auf jeden Fall. Kaufen wir natürlich für 2500, wählen ihn auch gleich aus. Wobei ich aber glaube, dass ich sie wahrscheinlich eher weniger nutzen werde. Sie sieht komisch aus. Wir gucken mal, wie sie so auf. Wie greift sie denn an? Ganz normale Schüsse, alles klar. Oh ne, sie schießt Shuriken. Nice. Aber heilige Shuriken. Mhm. So, da hat sie ein kleines Diadem noch mit drauf. Dann kriegt sie gelbe Augen. Und dann hat sie schöne Flügel. 190 meinetwegen. Schlecht. Dann, na, das sind alle nur Tarn. Dann 100 davon. Achso, hier. Dann machen wir ja alle weg. Schießt sie ein paar, was ihr aber auch interessant haben, wie wir so kleine heilige Shuriken, Kunai, Messer. Mhm. Also ein neuer Skin für Adora, haben wir ja schon letztes gesagt, wird das wahrscheinlich demnächst kommen. Heute kam er. Claude Z114 hat übrigens die Map kreiert, na, die wir uns gerade angeschaut haben. So, Pfad und Stufen heraus, Stufenbeschränkung wurden dem Herausforderungseditor hinzugefügt. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt also eine neue Herausforderung machen, können wir hier sagen, wir sagen, okay, es ist nur maximal möglich, einen 050 oder 005 auszuwählen. Na, das ist natürlich sehr nice. Apply L Reset All. Können wir dir mal sagen, okay, du darfst das benutzen oder du darfst das nicht benutzen. Auf jeden Fall sehr interessant, um weitere Taktiken, neue Herausforderungen erstellen zu können, die etwas schwieriger sind. Sehr interessant. Neues nicht-saisonales Event-Thema für die Totemsammlung. Haben wir ja, wie ist es? Boxen? 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 Keine Boxen? Weiß nicht genau, was sie damit meinen. Featured Instance kann jetzt auf Sammelboxen angewendet werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzwingen. What? Sagt mir noch nichts. Wir sehen auf jeden Fall von der Grafik her, die Dollar und die Schrift sieht echt anders aus. Ne? Hinzufügen für. Sieht anders aus. Hier sieht auch das Geld sieht komplett anders aus. Die Basisbeträge für Sammlungsgegenstände wurden weltweit reduziert. Okay, weiß ich auch nicht genau, was sie damit meinen. Vielleicht sowas hier? Nö.
Bonusbelohnungen werden jetzt für eine zufällige Karte aus jedem Schwierigkeitsgrad und erhöhen die Anzahl an Sammlungsgegenständen, die die Karte in einen Schwierigkeitsgrad vergibt. Durch das Löschen einer Bonus-Reward-Karte wird der Bonus auf eine andere Karte verschoben. Ist hier ein Event, was scheinbar noch nicht aktiv ist? Maybe? Glaube ja, ne? Man bezieht sich auf ein Event, was es derzeit noch nicht gibt. Bin ich also gespannt. Andere wichtige Hinweise. Für alle Erfolge wurden ausgefallene neue Symbole hinzugefügt. Ja, tatsächlich. 10.365. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Der Upload-Subits-Modus von Runde 1 bis 50 wird schneller, von 51 bis 80 nicht mehr so schnell. Der mittlere Lauf von in Spillway, also Abfluss, wenn ich das richtig sehe, ist Abfluss. Das hier, na, es ist ja derzeit nicht möglich, mehrere auf das Fass raufzupacken. Das ist tatsächlich scheinbar nicht beabsichtigt. Interessant. Bonusprahlerei-Rechte für das Abschießen von Chimps ohne Fass. Okay. Ja. Fehlerbehebungen. Große und kleine Blumen sollten beim Rückwärtsablass nicht mehr zur normalen Größe zurückkehren. Das wurde ein Fehlerbehebungen. Spielabstürze wurden behoben. Okay, es wurde also ein paar kleine Bugfixes behoben. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und jetzt haben wir noch ein paar Bugfixes und Änderungen an den Türmen. Schauen wir mal, was relevant für uns ist. Wie gesagt, ich poste euch das auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch alles gerne nochmal selber nachlesen, falls ihr das möchtet. Und das sind nur Bugfixes. Desktop-Version. Der Cursor wurde zur leichten Sichtbarkeit leicht aktualisiert. Der hat jetzt also einen Rand drumherum. Seht ihr denn? Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo in der Map was setzen möchte, na gut, das ist natürlich eine ungünstige Map, weil es einfach eine weiße Map ist. Wenn ihr also keine weiße Map habt, ist es einfacher, den Cursor zu sehen, weil er einfach eine kleine Kontur hat. So. Fehler behoben, Balance verändert. Affenwissen, Malerschild. Jetzt ist eine Verzögerung von einer Runde erforderlich, ohne dass Blooms auslaufen, bevor die Ladefeuer. Interessant. Der Malerschild, den ihr natürlich hier seht, stellt zu Beginn einer Runde 5 Leben wieder her. Funktioniert nur noch, wenn in der Runde davor kein Leben verloren wurde. Das heißt, wir haben jetzt nicht jede Runde 5 Schild dazu. Sofern ein Blumen mal durchgekommen ist. Sehr interessant. Auf jeden Fall haben sie gut geändert, weil ich fand ihn wirklich sehr, sehr stark. Was ist unbeschreibliche Schwierigkeit? Ich habe das jetzt mal alles auf Deutsch übersetzen lassen. Unbeschreibliche Schwierigkeit verhindert jetzt alle Lebensregenerationen. Blockiert jetzt die Verwendung von Mana-Schild. Unpopable Difficulty vielleicht? Ach so, das ist jetzt. Ah ja, das ist unplatzbar, ja? Das ist ja fies! Oh mein Gott, seriously? In unplatzbar gibt es kein Mana-Schild mehr. das ist ja witzig! Huch, wir haben tatsächlich nur noch ein einziges Leben. Das haben sich geändert. Dies ist eher eine Fehlerbehebung, da während unserer Diskussion an 16, keine Ahnung, klar wurde, dass Impoppable immer als Verlust und sie sind rausgedacht war. Dies scheint jedoch auch eine besondere Bedeutung, Änderung des Gleichgewichts zu sein, dass es implementiert wurde, wie es absichtlich war und aufgrund von Missverständnissen im Design so gelassen wurde. Wir entscheiden uns für etwaige Verwirrung. Das heißt, es war nie vorgesehen, dass du ein unplatzbar ein Malerschild hattest. War niemals vorgesehen, noch nie. Das war ein Fehler gewesen, den sie jetzt behoben hat. Sehr, sehr interessante Sache auf jeden Fall. Wir gucken, können wir Continue benutzen? Wir können auf jeden Fall Continue benutzen, alles klar. Heftig. Druide wurde etwas geändert. Der 040, das mit den Dschungelbeute, wurde etwas erhöht, die Reichweite. Also die Basisreichweite von dem Affen. Der Schadensbonus des Waldgeistes für Keramik wurde von 4 auf 8 erhöht. Das heißt, der X5X Waldgeist macht jetzt doppelt so viel Schaden an normalen Bloons, also Keramik-Bloons. Cool. Gwendolyn wurde ein bisschen geändert. Das heißt, jedes Mal, wenn sie ihre Fähigkeit nutzt, diese hier, den Feuersturm,
wendet sie bei der Aktivierung automatisch dieses Aufhitzen auf alle Türme an. Sehr interessant auf jeden Fall, dadurch wird sie nochmal deutlich stärker, weil durch den Feuersturm kannst du dann auch sagen, dass der gesamte Bildschirm oder die ganzen Affen einfach stärker gemacht werden. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Stufe 14 fügt der Fähigkeit Cocktail of Fire jetzt auch eine Anwendung Schaden im Laufe der Zeit zu. Die fügt eingetroffen Warp-Klassenblunts innerhalb von 10 Sekunden 50 Schadenspunkte zu. Sehr interessant. Level 14 ist das hier. Jetzt auch eine Anwendung Schaden, also auch noch ein Damage over Time Skill. Interessant, cool. Striker Jones wurde etwas erhöht. Er wurde extrem gebufft, auf Stufe 9 wurde er extrem gebufft. Und Pat Festi hat auf Stufe 7 einen höheren Grundschaden und einen höheren Grundspritzschaden, also ein AOE-Effekt, ne? Wie viel Schaden er bei den Gegnern drumherum macht. Cool, alles klar, Leute. Das ist das Update gewesen, das Update 16, leider noch kein neuer Bloon. Ist dann halt so, auf jeden Fall haben wir einen Skin für Adora erhalten, wobei ich ehrlich gesagt die höhere Priesterin besser finde als den Jeanne d'Arc Adora Skin. Aber wir werden ihn sicherlich demnächst mal wieder nutzen in dem Stream. Eine neue Map, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wir sehen uns, ich hoffe, das Update gefällt euch. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.